Hallihallo, herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Ich habe hier einen Elektrozylinder. Auf der Seite habe ich schon den Knopf abgemacht. Der hat also folgendes Problem. Wenn man der gibt hier manchmal, dreht er hier durch. Das heißt also, ich kann zwar die Tür aufschließen, aber der Schnapper will manchmal nicht. Ich öffne den einfach mal eben hier. So, das ist die Schraube, die ich unten raus mache. Da ist dieser Stift drin. Und dann kann ich hier das Teil rausziehen. Jetzt markieren wir das mal eben. Das ist also unten. Ist die eine Seite. So, und hier. Steckt die andere Seite drin. Ist so ein kleiner Hebel, der ist da drin und der so. Das ist also praktisch das Modulteil. Und jetzt halten wir hier mal eben da was gegen. Und das ist hier das Kupplungsteil, was rauskommt. Und jetzt zieht das wieder rein. Und das überdreht manchmal. Gucken wir das nochmal eben ganz genau an. Die Ecken sind rund. Das heißt, es muss praktisch dieses Teil hier erneuert werden, was hier rauskommt. Das ist das, was das Ganze verursacht. Gut, dann muss ich mal anrufen, ob ich da dieses Teil bekomme. Ja, und dann dementsprechend ein neues Einbau und dann sollte es wieder funktionieren. Also der Zylinder ist ziemlich teuer, da kostet über 300 Euro, manchmal auch 400 Euro, je nachdem. Und wenn natürlich dieses Teil da drin nicht richtig funktioniert, ist natürlich nicht so schön. Okay, das war es erstmal von meiner Seite aus und dann freue ich mich schon auf mein nächstes Projekt.